Also, das ist ja auch wiederum hier eine Premiere, dass der Präsident sich hier hinsetzt und jetzt nach dem Spiel ein paar Worte an die verbliebenen Sponsoren und Fans richten möchte. Zum Spiel will ich nichts weiter sagen, außer so viel, dass ich auch lieber gewinne als verliere, dass ich aber genau weiß, dass wir aufstehen und weitermachen und uns jetzt hier nicht hängen lassen. Dazu ist der Trainer und die Mannschaft einfach nicht, in der Lage, passt jetzt nicht, aber das wird so nicht sein, das ist ganz klar. Das war jetzt der leider negative Höhepunkt einer verkorksten Woche, die ja vorige Woche Donnerstag schon sehr bescheiden anfing. Und dann die Ergebnisse, die jetzt gekommen sind, kennen wir. Das will ich alles nicht weiter ausloten, aber eins möchte ich doch. Ich möchte mich erstmal bedanken für die vielen Reaktionen im positiven Sinne, die uns, dem Präsidium, das Vertrauen ausgesprochen haben. In sehr großer Mehrheit, dass wir uns in dieser Situation richtig verhalten haben. Dazu möchte ich erstmal Danke sagen. Des Weiteren möchte ich aber auch allen sagen, wir müssen jetzt genau an dieser Stelle noch enger zusammenrücken. Wir müssen jetzt versuchen, sagen wir mal, auch den einen oder anderen noch zu gewinnen, uns hier mitzuhelfen an den verschiedenen Punkten, die wir zu beackern haben. Und im Mittelpunkt steht natürlich unsere Geschichte mit dem Kunstrasenplatz im Lokstadion. Also es gab zwischendurch hier Anrufe auch in der Geschäftsstelle von Sponsoren, die da gesagt haben, naja, jetzt braucht er unser Geld nicht mehr, da ist ja einer, der haut da mächtig was rein. So, ich sage allen, bitte lasst euch von solchen Sachen nicht beirren. Wir brauchen jeden Einzelnen, der hier zu uns steht, damit wir die Nummer FC Energie Cottbus wieder in den Profifußball zu führen schaffen. Und was jetzt dieses Jahr, es ist ein bisschen in die Ferne gerückt, das muss man auch natürlich logischerweise sagen. Jena hat heute gewonnen 3-1 und hat noch ein Spiel offen. Also von daher, Mathematik kennen wir auch. Das ist eher, früher sagte man dann unlösbar, so weit würde ich nicht gehen, aber zumindest sehr schwer. Aber was ich sagen will, kommt weiter, steht zu diesem Verein, jammert nicht rum, unterstützt uns und so werden wir es dann auch machen. Und dann haben wir am Ende auch gemeinsam den Erfolg, den wir alle haben wollen. Danke für die Aufmerksamkeit.